Ich denke, dass wir mehr Spieler jetzt auf dem Markt sehen und die Markteintritte von verschiedenen großen Firmen zeigen, dass der Markt interessanter werden wird. Und ich glaube, das ist insgesamt für die Bewegung Digitalisierung im deutschen Handel eher gut. Also damit Mobile Payment erfolgreich sein kann, glaube ich, muss es sich bündeln mit einem Service, den der Kunde ohnehin nutzt oder nutzen möchte. Wenn man mal schaut, in Amerika die marktführende Mobile Payment Lösung ist Starbucks, weil dort Zahlung verknüpft wird mit einem Dienst, der von vielen Amerikanern sehr, sehr regelmäßig wahrgenommen wird und die reine Zahlung eben als solche nicht genug Nutzen stiftet. In Deutschland, glaube ich, vergleichbar mit uns und auch vergleichbar zum Beispiel mit MyTaxi. Ich glaube, dass es als Gegengewicht zu den großen amerikanischen und demnächst wahrscheinlich auch verstärkt asiatischen und chinesischen Firmen sehr sinnvoll ist, wenn europäische Anbieter gerade im Mobile Payment Markt mitmischen und hoffentlich auch marktführend agieren, weil die Sicht auf Sicherheit, Datenschutz und dergleichen gerade in Europa doch wirklich eine sehr andere ist als in den beiden anderen genannten Ländern. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Mobile Payment mittelfristig im deutschen Markt massentauglich wird und in weiten Teilen auch hergebrachte Bezahlmethoden ablösen wird. Die Frage ist nur wann. Ich glaube, das jetzt zu prognostizieren ist wirklich sehr schwierig. Also dann, wenn Mobile Payment massentauglich geworden ist, dann brauchen wir natürlich nur noch wenig oder gar kein Bargeld mehr. Im Moment brauchen wir noch sehr viel Bargeld, ganz besonders in Deutschland brauchen wir sehr viel Bargeld. Was einfach daran liegt, dass Deutsche, glaube ich, sehr konservativ mit ihren Zahlungsmethoden umgehen.